Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen bei Wahres und Klares. Ich bin euer Horst mit Hut. Warum mit Hut? Ganz einfach, die Haare werden lichter. Ha! Ein Mördergag, ich weiß, aber ihr müsst nicht gleich in Ekstase raten. Wie sagte Andreas Schmidt, Obermessdiener und Gottvater der Mainzer Fasernacht, wart doch mal, bis die Hemme komme. Und die habe ich dabei. Das ist, ja. Wunderbar, wunderbar. Jetzt beruhigt euch wieder. Singstund haben wir montags und mittwochs. Ihr Lieben, lasst uns reden über mein persönliches Highlight 2019. Greta! Ja, nee, also wenn ihr nicht wollt, müssen wir nicht. Macht ja nichts. Dann lasst uns auch nicht länger mit leerem Geschwätz aufhalten. Wir sind ja hier schließlich nicht im Bundestag. Was ich euch heute mitgebracht habe, ist das, was in einer ähnlichen Sendung, die von einem ähnlich gut aussehenden Typen präsentiert wird, kein Mensch haben wollte, der noch alle Latten am Zaun hat. Fangen wir an. Ein wunderbares Schild mit der Aufschrift, Liebchen, du siehst so aus, als könntest du lesen. Bitte nicht füttern. Richtig, bitte nicht füttern. Ein Angebot aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Das hing noch bis vor kurzem an der Bürotür von Peter Altmaier. Ich kann euch nur raten, zuzugreifen. Die Bohnenbeitel sind ja scharf drauf. Die wollen das genau hier in der Mitte hinhängen. Hammer. So, was haben wir hier? Das hier ist der Original-Brautstrauß von unserer bundesdeutschen Erntedankkönigin Julia Klöckner, geborene Klöckner, verheiratete Klöckner. Ja, zugegeben, der ist schon was welk, das macht aber ja nichts, die Braut war ja auch nicht mehr taufrisch, ne? Ja. Hammer! Ja. Julia Liebchen, nichts für ungut, wir freuen uns doch, dass du endlich unter der Haube bist. Weil eins ist sicher, bei Bauersucht Frau hast du nicht den Hauch einer Chance gehabt. Hammer! Hab ich euch eine schon erzählt, was mein persönliches Highlight 2019 war? Greta! Ich weiß ja nicht, was ihr habt. Naja, egal. So, wer hat eine Idee, was das sein könnte? Ich sage euch, das will der Christian Lindner zu Geld machen, das ist die 5%-Hürde von der FDP. Überlegt nicht zu lang, die SPD hat allergrößtes Interesse. Ja, ihr lacht. Für die FDP reicht das Ding schon, um für einen Tag Ministerpräsident zu werden. Ja, das ist die reinste Zauberhürde. Dann nimmt in Thüringen ein liberaler Plattkopf Anlauf von ganz rechts außen und in Berlin fällt die CDU-Chefin auf die Schnauze. Also, so was. Ein Originalstimmzettel von DSDS. Deutschland sucht den Super-Sozi. Sage und schreibe 17 Vorsitzende seit 1945. Und ich sage euch eins, mit der SPD werden wir noch viel Spaß haben.
aktuell 420.000 Mitglieder. Und so wie das im Moment aussieht, kommen die alle mal dran. Hammer! Das Malo war ganz gerührt, weil man die Zwischenlösung nach ihr benannt hatte. Die Dreierspitze. Gut, hat sie sich gesagt, 6 Monate SPD-Vorsitzende auf 450-Euro-Basis, das Geld nehme ich mit. Ne? Ja. Aber jetzt haben wir das schillerndste Traumpaar seit Babisch und Struwwelig. Ja. Nobby, Walter Borjans und Saskia Esken, das unbekannte Wesen. Also stand gestern. Marie-Louise Engelchen, bei euch ist niemand zurückgetreten. Niemand auf den Brüsseler Ehrenfriedhof abgeschoben? Nee, wunderbar. Prima. Pass auf. Julia Liebchen, gilt auch für dich. Tut mir einen Gefallen. Bis Aschermittwoch macht er das, was er am besten könnt. Nur gucken, nichts anfassen. Dankeschön. Hammer.